Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen What the Fail Video. Und das erste Spiel, was wir spielen, ist The Constructor. Oder The Constructor? Nein, The Constructor. The Constructor. Ja, da steht ganz fett auf dem Helm. The Constructor. Und in dem Spiel geht es anscheinend darum, irgendwelche Bauarbeiter mit schlecht animiertem Zement in einem Loch einzubetonieren. Okay, gut, von mir aus. Da steht's mal, Constructor. Ziemlich viele komische Typen, auch ein halbtoter Zombie. Oder untot? Halbtot? Gibt es einen halben toten Zombie? Ich weiß es nicht. Aber das ist egal. Wir schauen uns mal das Spiel an. Tutorial Preview. Okay. Wir gucken uns das Tutorial mal an. Da 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 da! Okay. Worum geht es bei Constructor? So, you think you can make it in the world of Constructor? Your predecessor was not up to the job. You think you can cope with the demands of the city council and the mob, let alone those annoying tenants? Habe ich schon erwähnt, dass ich gar nicht so gut Englisch kann? Aber ich glaube, ja. I'll get it in the neck if I don't explain some of the basics to you. Your ever-important cursor is controlled using the left stick. Sehr schön. You can push-scroll the map by moving to the sides of the screen. Ja, schön. Sehr. Well, there's no flies on you, are there? You can move the camera view around using the right stick on its own. Why don't you have a look around now? I'll get it in the neck if I don't explain some of the basics. Schnauze! So, you think you can make it? Ernsthaft? Okay, stopp. Game pause, press options to toggle pause on off hold options to enter pause. Fick dich? Fick dich hart? Ah, okay. Ich kann immerhin den verfickten Text etwas schneller streamen. Ja. Fick dich selber. Ja, sehr schön. Well done. You're not as daft as you look. You can zoom back in. This is your HQ, center of all things. Yeah. Rather than standing around picking your nose, let's get going by selecting this geezer. Point your cursor at his feet and press the X button. This is your foreman. Blah blah blah. Oh Gott, ist die. And here they come. Gott. Your workers have finally got out of bed to do some hard graft. Send your foreman to the beacon we've just placed outside the HQ entrance by pointing and pressing the square button. His work team will always tag along. Righto. Worker finally got out of bed to do some hard graft. Send your foreman to a beacon we've just placed outside the HQ entrance to pointing and pressing the square button. His work team will always tag along. I told you what to do. Righto. Halt die Fresse! Gut, wir gehen mal dahin. Righto. That was a long walk, wasn't aha, it? Aha. Every foreman can have a work group of up to five workers.
If you have a full group, they'll be far more efficient. So you'd better add two more workers to this guy's team. Halt die Fresse. Select the flashing... Select spare workers on the right to fill the team up to five. And then choose the flashing group selection icon to bring them together. Alter, nee, tut mir leid. Ich kann mir das nicht länger geben. Ihr könnt mich gerne zu ungeduldig nennen, aber mein Gott, nervt das Spiel. Ich habe ja früher schon einige von dieser Sorte von Spiel gespielt. Ja, mit schlechterer Grafik sogar und noch hässlicheren Charakteren als hier. Aber zumindest mit einem... Halt die Fresse! Mit einem vernünftigen und verständlichen... Schnauze? Schnauze! Weißt du was? Nächstes Spiel. Okay, das nächste Spiel ist Birthdays the Beginning. Sehr schön. Von unglaublich vielen Publishern gemacht worden. Und das gibt's natürlich auch nur auf Englisch. Warum auch nicht? Wir leben ja nicht irgendwie in einer internationalen Zeit, wo man auch mal was auf Deutsch machen kann. Okay, gut. Von mir aus. Hä? Und jetzt ist es wieder auf Deutsch. Ich bin verwirrt. Das ist okay. Ist alles okay. An einem Tag wie jeden anderen las ich ein Buch, als plötzlich ein alter Zettel herausfiel. Er sah aus wie eine kleine Karte. Es war eine Karte von diesem Gebiet hier und im Wald war ein Punkt markiert. Vielleicht eine Schatzkarte? Ein kindischer bla 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 bla. Die Sonne schien bla 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 und alles war kacke. Ja, wundervoll. Sah aus wie ein Licht. Und meine Füße waren kalt. Als ich herunterschaute, sah ich einen Eingang. Vielleicht eine Grube? Aber nein, ich war einfach nur zu blöd, um von unten nach oben zu gucken. Das ist nämlich genau vor mir gewesen. Als ich aufwachte, nachdem ich auf die Fresse fiel, befand sich ein riesiger Würfel vor mir. Direkt daneben sah ich ein kleineres, würfelförmiges Objekt und eine Kreatur, die ich noch nie gesehen hatte. Ich dachte, meine Erzählweise wäre schon scheiße, aber okay. Und damit begann der seltsame Vorfall meines Lebens. Wundervoll. Ich wachte in einer Welt auf, die hässlicher nicht sein könnte. Ich sah aus wie ein seltsamer Superheld aus den 60ern und vor mir war ein Würfel. Das rote Ding ist mein Avatar. Naja, du kannst ihm jeden Namen geben, den du willst. Wie wär's mit, Ja. Danke. Gut, ich bin auf einer Map. Diesen roten Quadrat, Cursor, blabliblub. Versuchen wir, das Ding mal zu drücken. Alter, ist das echt so viel Text? Wir bewegen uns ins rote Quadrat. Wow, Erfolg, Achievement. Wir wie gerade bla bla blub, eine riesige Map und da passiert nichts. Also versuchte ich weiter durch die Gegend herumzuschweben mit dem R1-Button, was auch immer das bedeuten wird. Okay, anscheinend habe ich heute einen Tag der beschissensten Spiele mit Rollenspiel-Aufbausimulationselementen erwähnt. Mit hässlicher, potthässlicher und unglaublich hässlicher Grafik. Und noch beschisseren Tutorials. Wie passend! Das komische blaue würfelartige Ding, das mir auf den Sack geht, heißt Navi. Kommt das einem bekannt vor? Ich hoffe doch. Ich kann damit Sachen bauen. Die Steuerung ist zwar abartig und viel zu ungenau, aber ich kann damit Sachen bauen. Hallo? Fick dich! Ist das öde.
hab schon wieder vergessen, wie das blöde Spiel heißt. Könntest du aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Danke. Warum gerade eigentlich ich mal solche beschissenen Spieler? Ach ja, stimmt, ich suche danach. Ah, kannst du nicht mal dahin gehen, wo ich das will? La la lo 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 lo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt noch zu diesem anderen Quadrat. So, diesen Quadrat und können nichts mehr machen, weil ich so viel rumgespielt habe. Und ich glaube ganz ehrlich, ihr habt genug von diesem Spiel gesehen und deswegen bitte ich euch, hört mein Flehen. Denn ich sage, nächstes Spiel! So, als nächstes Spiel spielen wir Marvel vs. Capcom Infinity! Nicht nur, dass dieses Spiel nicht von 40 verschiedenen Publishern gemacht wurde, nein, es ist auch... Moment, nein, das klingt irgendwie negativ. Hab ich nicht gesagt. Boah, die beiden Spiele haben mich voll aus dem Konzept gebracht. Nochmal. Blub, 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 blub. Als nächstes Spiel haben wir Marvel vs. Capcom. Nochmal. So, als nächstes Spiel haben wir Marvel vs. Capcom Infinity. Dieses Spiel wurde nicht von 40 verschiedenen Publishern gemastert und gepublished, sondern es wurde nur von Mototikake blabliblub gemacht und es läuft auf der Unreal Engine irgendwas. Stand nicht wirklich dabei, es stand nur Unreal Engine. Aber wir reden nicht lange, wir spielen, denn dieses Spiel könnte tatsächlich nicht halb so kacke werden. Und als nächstes Spiel kommt Stardew Valley. Ihr fragt euch, hey, Wizard, wo ist dieses Marvel vs. Capcom Infinity plötzlich hin? Da waren wir doch gerade noch dran, oder? Warum hast du aufgehört, es zu spielen, ohne uns überhaupt irgendetwas von diesem tollen Spiel zu zeigen? Ja. Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich nämlich, warum verfickt nochmal die PlayStation ernsthaft, sobald das Spiel anfängt, sagt, dies ist eine blockierte Szene, wir darfst leider nicht aufnehmen. Ja, es tut mir leid. Also, Stardew Valley kennen wir alle. Ich liebe Stardew Valley und ich werde es wahrscheinlich noch mit 90 spielen. Ja, wahrscheinlich. Dies ist mein toller Garten. Während ich bei Stardew Valley ein bisschen abhänge, kann ich euch gerne was zum Marvel vs. Capcom Infinity erzählen. Und zwar relativ simpel. Das Spiel ist cool. Moment mal. Das ist nicht eben. Oder? Ist das eben? Moment. Ja, doch. Das ist eben. Okay, alles gut. Das muss ja alles in Ordnung haben. Also, wie gesagt, Marvel vs. Capcom Infinity ist ein unglaublich geiles Spiel. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen gezockt. Ich kann euch leider nichts darüber zeigen. Leider geht das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber schaut euch ruhig mal Testvideos im Internet an oder noch viel, viel besser. Ladet euch mal die Demo runter aus dem PlayStation Store, die ist kostenlos. Lohnt sich auf jeden Fall. Cooles Spiel. Fick dich aber PlayStation dafür, dass du daraus aus dem gesamten Spiel eine blockierte Szene gemacht hast, weil das ist überhaupt nicht cool. Das ist sogar richtig scheiße. Du kannst dich niemandem zeigen, was für ein cooles Spiel das ist. Mann! Ja, und stattdessen hänge ich hier ein bisschen Stardew ab. Warte, Mine verlassen. Ich bräuchte nicht eigentlich noch ein bisschen Kupfererz. Gehen wir mal in Level 35. Boom! Boom! Scheiß drauf, wir gehen runter. Wie gesagt, zockt es mal. Es macht Spaß, wirklich. Ist zwar total schwachsinnig mit den blockierten Szenen, aber gut, warum auch immer es so sein muss. Hallo? Spiel? Ach so. Es ist wie es ist. Leider.
Ja, jetzt vertrödel ich noch ein paar Minuten hier. Jeder liebt Stardew Valley. Und Daumen hoch allein schon dafür, dass ich Stardew Valley spiele. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ihr kennt meine Meinung über dieses Spiel. Aber das ist egal, ich kann euch was anderes erzählen. Pass auf. Ich mag immer gerne Livestreams machen, aber ich hätte jetzt in der ganzen Woche nicht wirklich Zeit dafür. Aber es kommt wieder. Vielleicht sogar schon morgen oder am Sonntag. Ich bin mir noch nicht sicher, wann ich genau streame. Ich habe eigentlich vor, in Zukunft auch immer so ein mini kleines Infovideo dafür zu machen. Auf meinem Kanal von ein paar Sekunden, wo ich dann sage, hey Leute, ich stream jetzt gleich. Und dann halt eine Uhrzeit zum Beispiel. Weil das, denke ich, schon ziemlich cool für Leute, also wenn ihr halt mein Stream mögt, das schon ein bisschen im Vorfeld zu wissen, wo ich streame, wie ich streame. Ja. Apropos, wie ich streame. Ich versuche verzweifelt, auch PC-Spiele zu streamen. Allerdings habe ich meine Probleme mit OBS. Weil OBS funktioniert irgendwie nicht so 100% bei mir. Ich kann damit nicht aufnehmen, beziehungsweise nur ohne Ton aufnehmen und auch nur ohne Ton streamen. Ich weiß nicht warum, ist echt scheiße. Wenn irgendjemand von euch da ein paar echt gute Tipps für mich hat oder ein anderes Programm, was ich nutzen könnte dafür zum Streamen, dann haut es doch mal bitte raus. Würde mich echt freuen. Aktuell benutze ich halt den Loilo Video Recorder, keine Ahnung. Weil damit kann ich zumindest schon mal sehr gut aufnehmen. Habe ich ja schon Erfahrung mit. Und zum Bearbeiten halt den kostenlosen Video Editor. Von SPVZD, keine Ahnung wie. Aber wie gesagt, mit den Programmen kann ich leider nicht streamen, deswegen, also wenn es mit OBS klappen sollte, umso besser, dann schreib mir ein paar Tipps. Ansonsten, wie gesagt, ein anderes Programm, würde mich echt riesig drüber freuen. Dann gibt es nämlich in die Zukunft, nämlich auch mein heißgeliebtes Deponia als Stream. Ja, Deponia, Stream, wuhu! Und glaub mir, wer es von euch nicht kennt, er würde es lieben. Weil so einen geilen Humor habt ihr schon lange nicht mehr in einem Point-and-Click-Adventure erleben können. So. Ich habe, denke ich, genug gequatscht. Und für die zwei von unter euch, die Stardew Valley noch nie gesehen haben, habt ihr zumindest schon mal ein bisschen was gesehen. Und ich kann nur empfehlen, schaut euch meine Streams an. Schaut in Zukunft natürlich wieder rein. Und ich würde mal sagen, haut rein. Arrivederci, bis bald.